Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush Fortific E9 zurück bei Let's Play Wiz 8 Lacrimosa of Dana. Da steht er nun, der Final Boss des Spiels. Wir sind angelangt. Das Finale steht nun an. Wir haben schon so viel durchgemacht, haben so viel erlebt und so viel geschafft. Die Frage ist nur, können wir nach diesem Spiel auch das gute Ending freischalten? Denn eins der Voraussetzungen für das gute Ending war ja, dass man auch alle, dass man auch eine Beziehung, die beste mögliche Beziehung mit allen Dorfbewohnern aufbaut. Jedoch ist es nicht ganz sicher, ob das jetzt dafür, dass es jetzt heißt, dass man wirklich alle Nebenquests erfüllen kann. Denn zwei Nebenquests konnte ich ja nicht erfüllen, weshalb ich von zwei Charakteren dementsprechend nicht die Beziehung aufs Maximum aufbauen konnte. Deswegen erhoffe ich mir dadurch, dass es trotzdem möglich wäre, trotzdem das gute Ending triggern zu können. Man darf gespannt sein, wie das jetzt noch wird. Und selbst wenn... Ich glaube nicht, dass ich das Spiel nochmal von vorne... Also ich glaube nicht, dass ich jetzt direkt das Let's Play nochmal von vorne beginnen möchte. Ich meine, vielleicht kann ich dazwischen mal das gute Ending zeigen. Kann ich auch mal machen. Aber fürs Erste heißt es nun, endgültig den Final Boss bezwingen und zu vermeiden, dass der große Baum sein Vorhaben erfüllt und die Menschheit auslöscht. Das wollen wir nicht zulassen. Wir haben ja trotzdem so ziemlich fast schon 100% durch, denn wir haben alle Jagden, alle Raids durchgemacht, alle Rüstungen für das, also alle Hindernisse für die Raids 100% verbessert. Wir haben auch in der Vergangenheit alle Nebenquests erfüllt, also in Danas Vergangenheit alle Nebenquests erfüllt. Wir haben alle Locations aufgesucht, wir haben die Karte vervollständigt, alle Schätze und Farming und Farmstellen untersucht. Und wir haben uns sehr, sehr stark ausgerüstet. Und sind auf Level 77 mit allen Charakteren gelangt. Das müsste reichen, um den Boss zu bezwingen. Also, gehen wir es jetzt endgültig an und legen wir los! A stand before a glowing warp circle. The final battle lies ahead. Make sure you are prepared before you continue on. Activate the warp circle and continue on to the final battle. Ja, es kann losgehen! ご対面だね。アドルさん、行こう。最後まであがいて道を切り開くぞ。 Und los geht's! Wie bekämpfen wir ihn jetzt? Die Tentakel angreifen? Oh. Die haben auch eine ganz schön lange HP-Leiste.
Oh, jetzt schießt man noch auf uns. Okay. Immer nicht schlecht. Oh, holt immer mehr raus. Immer schön ausweichen. Vor allem, wie stetig beballert werden hier. Gott, da muss ich jetzt gerade... Was kann ich jetzt denn? Husten und... die Hand vorhalten. So, aber das geht ab hier. Oh. Also Meister Kongs Technik ist hier wirklich am nützlichsten, muss ich sagen. Au. Come on, noch ein bisschen. Alter, aber ich will mich auch jetzt nicht die ganze Zeit hier treffen lassen. So, jetzt aber. So viel zu den Tentakeln. Was jetzt? Okay. Kommt langsam immer weiter runter zu uns. Jetzt kommen... Oh. Was zum... Ist das ein Lebenskristall? Was? Warum muss ich jetzt hier... Ich bin auch geheilt. Ach, ich kann nochmal die Mitglieder austauschen. Aber ich glaube, ich bin vorbereitet mit den dreien hier. Aber gut, vielleicht brauche ich Dana dazwischen. Dann lasse ich mal die Mädels ran zur Abwechslung. So. Okay, die Kristalle geht es hier mal zu zerstören. Wow, ja. Dieser Angriff macht wirklich beim besten Sinn. Okay. Alle Kristalle zerstören. Und aufpassen auf deren Angriffe. Oh, oh. Wow. Alter, das war gut. Ich bin nicht nah genug dran. Wo ist er denn? Ey, was? Nein, ich bin betäubt. Die Schockwelle muss mich ausgerechnet erwischen. Okay, aber wenigstens ist der eine Kristall auch schon weg. Jetzt reicht's. So, und tschüss. Wo? Komm her, du Kristall. Au. Ah. Direkt erwischt worden. So, der ist auch schon mal weg. Oh. Lass deine blöden Arme weg. Gut, Ricota. Okay, so viel mal zu dem hier. Was jetzt? Au! Zerquetscht werden. Ja, das ist wohl angesagt. Ah, jetzt. Energiekern. Jetzt zeigt er sich. Ich glaube, ich heb mir noch meine Ulti auf. Ach, du entkommst mir nicht. Aua! So, aufladen. Und... Jawohl. Okay. Rest-Skill-Verbesserung. What the? Das ist vielleicht eine Schockwelle. Wie lange hält das noch an? Come on. Hier. Zack. Aua. So. So viel mal dazu. Gut, er senkt sich mal weiter runter. Wie viele Phasen gibt es da jetzt noch? Ich schätze mal, das muss jetzt die finale Phase sein, was? Hm. Ich glaube, so passt es eigentlich, ne? Ich schätze mal, so könnte ich es machen. Auch wenn ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht irgendeinen Nachteil mehr schaffe, wenn ich jetzt keinen Power-Typen bei mir habe. Aber ich glaube mal nicht. Ich glaube, wir kriegen das so hin. Alles klar. Dann mal los. Okay, hier ist der
Das ist der Schwachpunkt. Diesmal nicht, Freundchen. Aber solange er angreift. Entfernt sich leider auch sein Schwachpunkt. Aber Adol scheint einen Vorteil dagegen zu haben. Er ist auch klar wegen seiner Waffe. Nein. Lass gut sein. Komm jetzt. Zeig deinen Schwachstelle. Zack. Hoho. 4000, ey. Oh, jetzt auch nur der Kopf. Ach, shit. Och nein. Jetzt sehe ich es auch an der Farbe. Der erinnert jedes Mal seinen Schwachpunkt. Das ist schlecht. What the? Wie sollte ich das denn ausweichen hier? Ach shit, jetzt bräuchte ich einen Power-Typen dagegen. Und habe ich jetzt gerade nicht. Hallo? Nein! Man wird da gefangen! Ach du Scheiße. Toll, da bin ich jetzt gerade. Seems in Nachteil. Was ist das jetzt? Ein Elektronetz? Oder irgendein Energienetz, das mich am Springen hindern soll? Und ich sehe gerade, ich darf nicht austauschen. What the hell? Ach, ich wollte es eigentlich so hart geben, egal. Also steht fest, ich habe mir doch tatsächlich einen Nachteil verpasst, ich Depp. Oh nein! Lass ihn in Ruhe! Gut. Ah, er wechselt wieder auf Schwach. Schwäche gegen Adol. Sehr schön. Okay. Wir haben ihn so gut wie. Okay, diesmal darf Lux ja dagegen ran. Was jetzt? Ich glaube, ich hätte angreifen. Oh! Konnte ihn daran hindern. Was? Ja, wie soll man den denn ausweichen? Was ist das denn? Das ist ja. Hä? Wieso muss ich da auf Abwehr gehen die ganze Zeit? Okay. Luxia, ein großer Moment ist gekommen. Bandes! Mach ihn fertig! Ach, jetzt! Bekommen wir noch die Chance, einen weiteren Extra-Skill. Okay. Dana und Adol beenden es jetzt. Mit einer Team-Ulti. Das wär's mit dir. Und zack! Haben wir es geschafft? Das war's, oder? Oder kommt da noch was? Ich glaube, wir haben es geschafft. ことができたのでしょうか。
なんだなんだ、何が起こってやがる。これは地震。皆さん無事ですか。サライちゃん、何が起きたの。ええ、ラクリモサは確かに止まったようですが、島が、いえ、世界が、この島を中心に消失し始めています。なんだって。そんな。ハドル、摂理に干渉したのはやはり間違いだったのでしょうか。いや、私たちがやったことを間違いになんてさせない。アドル、いらっしゃいますか。まったく、いつまで寝ているのです。ドギたちはもう積み荷を運び込む作業を始めていますよ。ラクリ…何のことでしょう。とにかく1週間後に島からの脱出を控えているのです。あなたも早く起きて皆さんのお手伝いをしないと。ダウナ、どなたです。漂流者にそのような名前の方はいないはずですが。アドル、その体調が悪いわけではありませんよね。もしそうなら今日は体をしっかり休めて。わかりました。それでは一旦私は失礼いたしますけど、体調が問題ないようなら皆さんの手伝いをお願いしますね。Was? Moment, hat Adolf wirklich alles nur geträumt? War? Das ist, hä? Ich, hä? Was zum Teufel? Okay. Da steckt doch noch mehr dahinter. It was just as Luxia said. Preparations to leave the island had already begun.
Ich begreife, das kann doch nicht wirklich sein. Dass das alles nur geträumt war. Castaways could barely contain their excitement at the village felt livelier than ever before. Maybe I should see how Sahara and the others are doing. Oh Mann, ich kann selbst kaum glauben. Tja, anscheinend war alles wirklich nur ein Traum, oder what the fuck? Ich glaube aber nicht. Das kann ich doch nicht glauben, ey. Listen, Ricotta, if you get sick while you're on the ship, tell me right away. I'll give you an herb and that will help if no sea. Okay, how to get sick on a ship? Right, this will be your first time. There's a lot of swaying. I read that in the book when seasick you can't walk straight. Oh, that's right, you already know. It sounds like fun, I can't wait to get seasick. Huh? Da ist kein Spaß dran! Da wird einem Spaß übel! When the hat drinks and can't walk straight, he sings dances and it's a great time. Nein! Ja, man wird da lustig, aber im negativen Sinne. Der ist dann besoffen. Und das ist nicht gut für den Kopf. Oder für den Darm. Being seasick must be like drinking and I've always wanted to know what it's like. Och, die ist so naiv. Tja. Aber so ist sie, die kleine Ricotta. Sie ist halt noch ein Kind. Was erwartet man? Adol, it's unlike you to sleep in. Just for today, I agreed to transport goods without charging a fee. I transport anything that we need to get off this island. But it's strange. No, it must be some mistake. Alright, I found some rare materials to take along with me. I won't have left anything behind on this island. Primordial materials? Oh, the primordials Luxia mentioned? Aren't they extinct? Well, I kind of wanted something even more rare, but I left it for my next stop. My mind's made up. I don't want to waste any more time thinking about it. Grishan legends speak of a metal known as Orhyalcum. I thought maybe we'd find some on the Isle of Siren, but perhaps it was just a story after all. The sword isn't Orhyalcum. Are you messing with me at all? That blade came from my furnace. I know full well it's not made of Orhyalcum. Orhyalcum is harder than diamond and completely rust-proof. If it does exist, I'd love the chance to work with it. If everyone has a chance of actually finding the stuff, it's you, Adol. Aber das ist doch... Was zum Henker geht eigentlich vor sich? Wo sind eigentlich die anderen? Na toll, ich laufe jetzt noch langsamer. Das ist auch kein Wunder. Aber das kann doch wirklich kein Traum gewesen sein hier, das Ganze. Tja, hier kann man auch nichts mehr farmen. Alright, after I finish my tea, I'll help load the ship. I might be 70 years old, but I can't let the youngsters do all the work. Oh, 70 Jahre ist sie schon. Are you visiting the captain too? It's unfortunate that the captain has passed away. However, it is thanks to him we can live on this island. We must all keep that man in our hearts. So ist es. Oh, Meister Kong ist aber da. Meister is staring approvingly at the village. Er und Schubel werden wohl hier bleiben. Schubel seems to be even more quiet than usual. Oh, wo sind denn die anderen?
Was, die lassen wir auch hier? Nehmen wir die nicht mit? Vordem sollte man sie schon rauslassen, wenn man sie schon auf der Insel lässt, ne? Nur so als Tipp? Vielleicht. Oh, Adol. Hey. Hey, did you come to check up on us? Oh my. He must really like you. Well, Adol is like a hero to our family. And on a related note, it'll be kind for it to leave this place behind. Yes, this is where our child was born. We have some amazing memories here. Yes, you're right. Who knows if it all like this here, but if we can, I'd like to visit again someday. I'm sure we'll leave the village and shop just as they are too. I'd love to bring him back here once he's gotten older. Arya, Lee, on an intact ship next time. Seriously? Naja, jetzt gibt es kein Monster, was uns auch bedrohen könnte. Good morning, Mr. Adol. You look unwell. I thought my mistress went to rouse you, but... was I mistaken? Oops! Franz! Shut that good mouth and clean this mess up! Right away! The whole world is on a state of confusion. We cannot relax now. If you're not feeling well, perhaps you should take a walk. Danke, passt schon. Wo steckt denn eigentlich unser Sir Karl an? Der ist wahrscheinlich bei... Er ist wahrscheinlich als erstes schon auf dem Schiff drauf, so wie ich den kenne. This island did turn out to be a bit anticlimactic. Given that we're on a cursed and unapproachable island, one would think it might hold secrets like Sasata did, but it's probably better this way. I'm wary of contending with disasters caused by powers beyond the ken of humans. What's wrong? You look as if you want to say something. Perhaps you're disappointed that no grand adventure lay on wait for you here. It's not always a bad thing to see and end up with some grand climax. Das ist wirklich merkwürdig. Und was ist mit Dana, bitte? Ich hoffe, wir bekommen da noch was, weil so kann das doch nicht einfach enden hier. So, we don't need this anymore, but it feels like a waste to leave it behind. I wish to take some along as keepsakes, but... Adol, what's wrong? If you don't feel well, don't overwork yourself, especially since there are large beasts just outside of the village. Dafür habe ich doch mein heftiges Schwert. Aus der feinsten Schmiede. Hey, Licht, was ist mit dir? I wonder why I feel this sad. I was just a replacement for Dr. Kiergard after he got eaten. I've learned a lot of important things here. But right now, I'm feeling emotional. Sorted meats, dried fruits. I've prepared a lot of preserved goods for the trip. All that's left is to load fresh fruits and veggies on the day we depart. This island is ripe with food, which helps me a lot. Being here was pretty challenging, but I had a lot of fun overall. Schön zu sehen. Muss ich mal gucken, ob oben noch jemand irgendwo ist, aber ich glaube, von dem hier... Ah! Austin! Ouch! What's wrong? Really, I attempted to lift all of my things at once and managed to strain my back. I thought I could lift as much as Starkey. Junge, ich glaube... Du müsstest dafür noch ein paar Jahre strengstens trainieren, damit du auch nur ein Viertel von das Niveau von Doggy erreichen kannst, wenn nicht sogar ein Achtel. Ich meine, der kann selbst mit bloßen Fäusten Dinosaurier erschlagen, also... Ja. He is burdened with incredible strength. To what lengths must a man go to be capable of bearing so much at once? No matter... In a matter of speed, I shall still prevail.
If Doggy can bear twice the burden, then I'll deliver mine twice as fast. Na, ich mein, Ich meine, ist er motiviert? Also, das muss man ihn lassen. So, hier oben steht sonst niemand und ich hoffe, oben habe ich jetzt mit angeredet. Schätze mal, der Rest ist jetzt unten beim Schiff. Noch ein paar Vorbereitungen zu treffen. So sieht's wohl aus. Ja, und natürlich Sir Kalan ist an vorderster Stelle. Ganz klar. Oder auch nicht. Guck sich das einer an. Ich kann doch nicht mal doppelt springen. Oh, halt mal. Oh, oh nein. Oh nein. Uff. Ich dachte schon, ich würde hier festhängen. Shit. Das hätte mich jetzt... Oh Gott, das hat mich jetzt extremst getriggert. Das wäre es geworden. Hey, what's wrong? You look half asleep. We're going to start loading today. Wash your face and wake up. Everyone's waiting for you. Huh? You didn't make us chin for pickets on the ship? You're kidding me! What are you going to do with them? Let's see, I won't be ra- to leave them behind. How about with the rest of the food? What? How unfortunate. If we were able to load the cargo better, we've might need enough space, but... Better? You mean it? Hey, don't just chuck stuff in here. Make them all line up perfectly. Er will sie doch mitnehmen. Man, what a gullible kid. Also hat er nur einen Scherz mit ihm getrieben. Ganz klar. Oh, we just started loading cargo. Yeah! It hasn't been a long, but I really feels like we've lived the castaway life forever. Still, I've got some good memories of the six of us exploring this crazy island. Huh? Did I say six? I meant five, not six. Oh well, you wanna take one last walk around before we shove off? Kinda doubt you'll find much to appeal to an adventurer, but you can soak up the sights. Seems like Sahad and the others don't remember anything at all. Naja, Sahad hat doch six erwähnt, also anscheinend doch ein wenig. I wonder what happened to the Great Tree of Origins. Maybe I'll go... Northern Regions. Muss ich jetzt ernsthaft noch dahin? You're quite late. I was just thinking of when my boat capsized from the high waves and you came to my rescue. It feels as what I was... It was an age ago. High waves? You don't mean to say you don't remember. Were you not on the one who saved me after I washed ashore in the aisle? I surely was not thinking with a clear head, but regardless, this day has finally arrived. Never mind. Come, you should get to work. Storing the cargo as well. Und du auch, ne? Naja, ich glaube fast, er wollte sich bei uns bedanken, dass wir ihm geholfen haben. Immerhin etwas. Aber jetzt können wir tatsächlich nochmal reisen. Zum großen Baum. Aber ob der immer noch da ist? Tja, finden wir ab dem nächsten Part heraus. Und wenn mir Geld, wenn es dir gefallen wusste, diese Bestätigung müsst ihr einen Daumen nach oben und einen Kommentar nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crossword Vegetinan. Bis zum nächsten Part von Let's Play with Adel Cremosa auf Dana. Also, wiedersehen und tschüss, Leute.